Hallo zusammen, wir sind wieder hier bei der Stunde der Wahrheit und ich bin hier mit jemandem. Mein Name ist Nick. Und ich bin die Nicole. Wir wollen heute die Offenbarung anschauen, auf Griechisch Apokalypsis. Ihr kennt ja das Wort die Apokalypse. Das ist eigentlich nur das griechische Wort von etwas wird aufgedeckt. Und wir wollen uns heute mal damit befassen, in welcher Zeit wir eigentlich gerade sind und die Zeichen der Zeit im Licht des Evangeliums beleuchten. Aber bevor wir anfangen, wollen wir gemeinsam beten. Lieber Vater, Danke, dass du uns führst, dass deine Worte, die darin leben, in diesem Stern, dass diese zur Wahrheit ausgedrückt werden, nach deinem Willen. Du bist der Herr über alles, du bist der Herr über jedes Gespräch, du bist Herr über unsere Gedanken, du bist Herr, was zutage kommt, was aufgedeckt wird. Wir loben und preisen dich, dass du der Herr bist, der das aufdeckt und alles zum Rechten führt. Danke dir, Joshua. Amen. Amen. Wir lesen aus Offenbarung, Kapitel 16. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Tempel zu den sieben Engeln sagen, geht hin und gießt die sieben Schalen des Grimmes Gottes aus auf die Erde. Und ich sehe da in der vierten Schale, und der vierte goss seine Schale aus auf die Sonne, und es wurde ihr gegeben, die Menschen mit Feuer zu versengen. Und die Menschen wurden von großer Hitze versengt und lästerten den Namen Gottes, der über diese Plagen Macht hat, und sie taten nicht Buße, ihm Ehre zu geben. Wir sehen auf der ganzen Welt, dass es auf der Erdkugel immer heißer wird und man sieht Gebiete, wie zum Beispiel im Norden, zum Beispiel Kanada, hat die Hitze bis zu 50 Grad, was eigentlich noch nie war. Und die Wälder sind verbrannt, überall wurde viel verbrannt. Aber man sieht es auf der ganzen Welt, überall. Ob es in Russland ist oder in Griechenland oder in Türkei oder auch China, überall die Wälder fangen zu brennen an. Menschen sagen Klimaschutz, Klimaschutz, Klimaschutz. Wenn große Katastrophen kommen, sicher haben wir Menschen Schuld daran. Aber wenn es in dem Buch der Wahrheit unserer Bibel steht, dann muss ich zitieren, der Herr lässt es zu. Er ist der, der das kommen lässt über uns. Weil wir von ihm abgefallen sind, weil wir nicht bereit sind, ihm für alles zu danken, zu loben und zu preisen, weil wir hinter der Welt nachlaufen und alles, was sündige Menschen tun und machen, das loben und preisen wir. Wir loben und preisen die Präsidenten oder diese Männer, die so viel Unfug treiben auf dieser Welt und Korruption machen. Wir loben aber, loben und preisen nicht unseren Herrn und Gott im Himmel, unseren Vater Elohim, unseren Jahwe, Jehoshua, der für uns ans Kreuz gegangen ist, der für uns unseren Mist, den wir gebaut haben, ans Kreuz getragen haben, hat und sagt, wer zu mir kommt, den werde ich befreien. Dieser, der auferstanden ist, er hat uns nicht nur befreit von den Sünden, er ist auferstanden von den Toten
Und somit ist jeder, der ihn als Herrn anerkennt und seine Worte hört und auch tut und wenigstens versucht zu tun und nach und nach mehr Kraft bekommt vom Herrn, seinen Weg zu beschreiten, jeder wird zu ihm kommen. Aber die Welt fängt durch Religionen und Lügen und Betrug die Menschen ein, dass sie nicht mehr die Worte Gottes, unseres Herrn Joshua, tun, sondern die Worte der Lügner und Betrüger auf dieser Welt. Das sind die Worte Satans und sonst nichts. Das heißt, diese Naturkatastrophen gehört eigentlich zu den Schalen des Zorns und ist prinzipiell so ist eine Folge der Sünde auf der Welt. Ja. Es ist natürlich, wie du sagst, auch die Folge davon, wie der Mensch auch mit der Schöpfung umgeht. Selbstverständlich, weil es gehört ja auch, ist ja auch mit ein Teil der Sünde. Aber prinzipiell sind diese Sachen, die zurzeit auf der Welt geschehen, schon eine Vorhersehung. Ja. Die sind schon seit... Kann man sagen, wann war das? Johannes hat die Offenbarung vor 2000 Jahren bekommen. Ja. Ja. Auf der Insel Patmos. Ja. Und hat schon vorhergesehen, was kommen wird. Nicht, weil Elohim es liebt, die Menschen zu bestrafen, sondern einfach als Folge des Ungehorsams des Menschen. Und jede Schale des Zorns bedeutet irgendetwas oder mehrere Sachen. Und du hast jetzt mal die vierte Schale des Zorns ein bisschen beleuchtet. Ja. Mit der, kann man sagen, Erderwärmung. Ja. Das ist eine Sache einfach, wenn man es so sieht, wenn jemand die Augen aufmacht, dann sieht er, sind das einfach Folgen der Sünde der Menschheit. Mhm. Was in der vierten Schale beschrieben wird und was wir auf der Erde jetzt sehen, mit den Bränden und mit den heißen Gebieten und immer wird es heißer, das ist vielleicht nur ein Anfang. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Es kann noch viel, viel schlimmer werden. Und da fällt mir jetzt noch ein Vers ein, der auch mit der Schöpfung zu tun hat. Und zwar in der Schöpfungsgeschichte im 1. Mose Genesis. Die Schöpfungsgeschichte spricht ja eigentlich von der liebevollen Gestaltung der ganzen Erde, wie der Herr, ja, einfach alles mit einem göttlichen Plan, mit einem intelligenten Plan erschaffen hat, sodass alles miteinander funktioniert. Am fünften Tag sieht man zum Beispiel, wie er die Tiere erschaffen hat, und am sechsten Tag, am dritten Tag sieht man, wie er die Pflanzen erschaffen hat. Das könnt ihr alles selber lesen. Und ab Vers 26 heißt es dann: Und Elohim sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich, sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Elohim schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Elohims schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Ich will auf den Punkt kommen, dass der Mensch eigentlich eine Verantwortung für die Schöpfung hat. Ja. Und mit der Schöpfung schlecht umgeht und die Schalen des Zorns eigentlich eine ganz natürliche Konsequenz sind davon. Und wenn man heute von den Waldbränden und von den Klimakatastrophen und den Überschwemmungen und alles hört, dann wird man eigentlich
wenn man einmal nachdenkt und es zulässt in sein Herzen, unweigerlich auf die Bibel zurückgeführt. Ja. Man wird zurückgeführt und man sieht auch, der Herr hat uns die Erde vollkommen gemacht, perfekt gemacht. Aber wir Menschen sind auch Perfektionisten. Wir machen sie perfekt kaputt. Mit einer Perfektheit, dass nur von unten kommen kann und nicht von oben. Ja. Es ist die Perfektheit, die wir ausüben, die Perfektheit von unten. Mhm. Wir müssen uns über eines im Klaren sein. Der Herr hat wunderbar erschaffen. Und Satan will nichts anderes als die Schöpfung Elohims kaputt zu machen. Und Satan kann sie nicht kaputt machen. Aber er benutzt den Menschen. Also sind wir alle miteinander Diener Satans, die das Werk Gottes, das er in Vollkommenheit geschaffen hat, zerstören und vernichten. Amen. Wir sind die, die dem Herrn von unten gehorchen. Also das ist Satan, der Teufel. Wir sind die, die seine Werke tun und nicht die Werke unseres Schöpfers. Wir müssen umkehren. Und das Wichtigste ist, wir müssen zur Besinnung kommen. Und es gibt ein Gebet. Papa im Himmel, Vater, verändere unser Inneres. Hilf uns, dass wir nicht mehr Diener des Bösen sind, sondern Diener wieder werden von unserem Schöpfer im Himmel, unserem Vater Elohim Yahweh. Amen. Amen. Und ich möchte jetzt nochmal etwas ganz klarstellen. Wir sind hier nicht politisch. Wir sind hier weder für die eine noch für die andere politische Partei, sondern wir sehen einfach, dass der Mensch an sich verdorben ist. Er ist sozusagen, wie du erklärt hast, ein Gefäß des Bösen. Er ist ein Wirt für einen Parasiten. Ja. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob man rechts oder links wählt, weil wir erklären keine Partei für besser oder schlechter. Das Übel, die Wurzel, ist der Mensch selber, und deswegen hat Jehoshua, im Johannes 3 könnt ihr das nachlesen, zu Nikodemus gesagt: Du musst von Neuem geboren sein. Griechisch heißt es eigentlich Anoten, von oben geboren werden. Du musst von oben geboren werden. Das heißt eigentlich im Klartext, wir sind alle von unten geboren. Weil der Mensch seit dem Sündenfall, seit der Mensch werden will wie Gott, wie Elohim, kommt der Mensch schon als Baby sündig zur Welt, und zwar mit der Sünde. Die Sünde heißt folgendes: Ich will tun, was ich will. Ich will werden wie Gott, ich will tun, was ich will. Das ist die Sünde, nicht der Apfel, der uns präsentiert worden ist. Sondern wir müssen umkehren zum Willen Elohims: Liebe deinen Gott von ganzem Herzen, aus ganzer Seele. Mit all deinen Kräften. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Alles andere, was Schöpfung, was Umwelt, Tierschutz und so weiter betrifft, das kommt erst später. Amen. Amen. Und die fünfte Schale des Zorns. Und der fünfte goss seine Schale aus auf den Thron des Tieres, und sein Reich wurde verfinstert, und sie zerbissen ihre Zungen vor Schmerz.
und lästerten den Gott des Himmels wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre, und sie taten nicht Buße von ihren Werken. Die fünfte Schale wurde ausgegossen auf den Thron des Tieres, und sein Reich wurde verfinstert. Das Tier, das ist die Wirtschaft, das ist die Weltbank, die Welthändler, die Organisationen. Und selbst der Teufel wollte Jesus zum Händler machen. Industrie, Porno, alles gehört zu diesem Tier. Und das Tier hatte aus allem Reichtum gemacht. Und wir sehen jetzt zum Beispiel durch diese Corona-Krise auf der ganzen Welt, die sich auf der ganzen Welt verbreitet hat, sehen wir eigentlich, dass die Wirtschaft dieses große Geldgemache zurückgegangen ist. Die Wirtschaft hat nicht mehr diesen Boom, den es vorher gehabt hat, sondern es wurde stark eingeschränkt. Viele Firmen, besonders auch mittelständische, kleine Firmen, sind, sagen wir einfach, am Bankrott. Aber Menschen erkennen das nicht. Die Augen sind verschlossen. Man sieht nur, das Geld ist weg. Aber man sieht daraus, dass wir in der Endzeit leben. Und die Menschen sind noch nicht dazu gekommen, endlich aufzustehen und den Herrn, unseren Vater, Jahwe, zu loben und zu preisen. Sie sind immer wieder, fallen sie zurück, wenn die Finanzen weggehen, die Finanzen zu Ende gehen, aber dass man dem Herrn einfach mal dankt und lobt und preist und ihn bittet zu helfen, die Plagen wegzunehmen. Und er würde es tun, aber Menschen folgen wiederum, wie bei der vierten Schale, fallen immer wieder zurück zur Welt. Ja, da steht ja auch hinter jeder Plage oder hinter mehreren Plagen, zum Beispiel im Vers 9 am Ende, und sie taten nicht Buße, ihm Ehre zu geben, auch in Vers 11 dann nach der fünften Schale, und sie taten nicht Buße von ihren Werken. Genau. Obwohl da steht, da steht sogar, und lästerten den Elohim des Himmels wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre. Und taten nicht Buße oder kehrten nicht um von ihren Werken. Im Gegenteil, sie geben noch dem Schöpfer die Schuld dafür, dass es so ist. Genau. Und ihn lästern bedeutet ja auch, sie geben eigentlich dem Tier die Macht. Sie gehen nicht zu dem, der von dem eigentlich das Gute kommt. Weil wenn wir im Jakobus lesen, im Kapitel 1, alles Gute kommt von oben. Halleluja. Vielleicht können wir mal diesen Vers lesen. Danke, Herr. Jakobus 1, Vers 16 und 17. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Und wenn da steht, alles Gute kommt von oben, bedeutet es auch alles. Das ist der Segen, der schließt auch materiellen Segen mit ein. Aber nicht nur. Natürlich geht es in erster Linie auch um den geistlichen Segen, um den Segen auch für die Seele, die Früchte des Geistes, der Frieden, die Liebe, alle diese
diese guten Sachen, die vom Himmel kommen, die von Elohim kommen. Aber es geht auch darum, dass man genug hat zum Leben, dass man auf dieser Welt leben kann. Braucht man gewisse Finanzen, einen Platz zum Schlafen und alles Gute kommt von oben. Aber wie du sagst, der Mensch, der ist nicht zu Elohim gegangen, sondern er möchte seinen Wohlstand von dem Tier. Das Tier, das die Wirtschaft bedeutet, auf dem großen Handelsplatz der Welt. Die Welt ist ein großer Handelsplatz auf Griechisch. Marktplatz. Die Agora auf Griechisch. Das ist der Marktplatz auf Deutsch. Genau. Und da möchte der Mensch seine Gewinne her schöpfen. So ist das. Und der Mensch besinnt sich nicht mehr darauf, dass er irgendwann von dieser Erde weggeht und dann die Entscheidung bei ihm gelegen ist, wo er hingeht. Der Mensch besinnt sich viel lieber auf das, was in der ganzen Welt ist und was man haben kann und was einem gegeben wird und noch mehr, denn die Wurzel allen Übels ist die Geldgier. Und zwar im ersten Brief Paulus an Timotheus, Kapitel 6, Vers 10. Vers 10, ja. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Amen. Und da steht es eigentlich, steht in dem einen Vers alles drin, was wir in der fünften Schale des Zorns gelesen haben. Amen. Das heißt, so ist es. Der Herr hat in seiner Vorsehung schon bestimmt diese Schale des Zorns, dass die Menschen, in der Offenbarung steht drin, in der Kalypse steht drin, die haben Geschwüre, aber hier steht ganz klar, derjenige, der vom Glauben abgeirrt ist und das Geld mehr liebt als Elohim, hat sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt. So. Und genau das sind die Geschwüre. Das sind die Geschwüre. So ist das. Und dann wird aber der Herr für diese Geschwüre verantwortlich gemacht, obwohl der Mensch sich selber mit vielen Schmerzen durchbohrt hat. Ja. Und ganz klar steht, eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe. Und das ist jetzt wieder der Gegenpol, zu dem alles Gute kommt von oben. Eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe. Das heißt, Geldliebe, Materialismus, kommt nicht von oben, sondern von unten. Ja. Und so werden wir Menschen daraufhin verführt, dass wir von dem Weg, von der Herrlichkeit unseres Vaters im Himmel wegkommen, uns werden so viele irdische Dinge gezeigt. Auto, Frauen, Männer, Häuser, alles, Urlaub, 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 alles wird uns gezeigt. Das brauchst du, das brauchst du, das brauchst du. Du brauchst nichts anderes, als in deinem Herzen erstens eine Befreiung und deinem Herzen die Liebe unseres Vaters im Himmel. Und wenn du das in dir hegst und pflegst, es ist wie ein Garten, dann die Liebe Gottes in uns, Christus in uns, wenn wir das pflegen und seine Ordnungen einhalten,
dann hast du die Herrlichkeit schon hier auf Erden erlangt. Weil dir nicht mehr das andere, die weltlichen Dinge, die wichtigsten sind, sondern es ist dir wichtig, wo komme ich hin, wenn ich von dieser Welt weggehe. Es gibt nur zwei: ewige Herrlichkeit bei unserem Vater und Schöpfer im Himmel oder ewige Verdammnis. Amen. Du hast die Wahl. Es ist deine Wahl. Ich wähle das Gute. Ich möchte zu meinem Vater im Himmel kommen. Elohim El Shaddai, Yahweh. Amen. Amen.